Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Susi 3 Folge. Ja, nach langem ist es mal wieder soweit. Ich mache wieder ein Susi 3 Video. Nicht, weil ich immer gesagt habe, ich habe keine Lust. Nee, heute habe ich einfach mal Lust, es zu machen. Und da ja viele auch gefragt haben, ey Philipp, machst du mal wieder Susi 3? Kannst du nicht mal diese neue Strecke da fahren, Hamburg-Hannover? Also hier, die hier enthalten ist zwischen Eschede und Uelzen, habe ich mir gedacht, ich tue das heute mal. Und da ich ja jetzt zwei Bildschirme habe, ist es jetzt schön einfach. Ich kann einfach das Fahrgastinformationsgedöns und den Buchfahrtplan einfach in den rechten Bildschirm packen. Und das macht dann wirklich auch Spaß, ist auch schön angenehm, damit zu arbeiten. Und ja, wir fahren hier mit einem Doppelstock-Steuerwagen, der knapp erstmal 75 Minuten gebeamt wird. Das werden wir dann auch mit dem Zeitraffer beschleunigen. Schiebelok ist diesmal eine 146.2 von Metronom. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß einfach. Und ja, und denkt bitte jetzt nicht, es kommt jetzt in der nächsten Zeit wieder mal ein Susi 3 Video. Nein, das ist jetzt wirklich mal so eine Ausnahme, wo ich mal gesagt habe, ich mache es mal, um meinen Zuschauern gerecht zu werden, die auch gerne Susi 3 mögen. Gibt es natürlich auch einige, die das sind, ne? Ja, und ich drücke jetzt einfach mal spaßigshalber F4, dann können wir das auch Ganze beschleunigen. Zack, F4. Jetzt. Da sind wir auch schon wieder im Doppelstock-Steuerwagen. Und ich denke mal, wir fahren auch sofort los. Wir können uns mal die Lok eben schnell ansehen. Das ist die 146.2. Vorbildgerecht mit den stehenden Scheibenwischern. In dieser Schräglage sage ich jetzt einfach mal. Und unser Steuerwagen dort vorne, F9, wieder rein. So, alles gelöst. Wir können losdüsen. Ja, genau. Wir stehen hier kurz vor Eschede. Ja, Eschede ist eigentlich ein trauriger Ort, denn hier geschah am 3. Juni 1998 das bisher schwerste Zugunglück in der deutschen Hochgeschwindigkeitsgeschichte. Der Intercity 884 mit Konrad Röntgen entgleiste hier mit Tempo 200 und Schuld war einfach ein gebrochener Radreifen und eine Kettenreaktion. Ja, das wissen aber mittlerweile alle. 101 Menschen kamen dabei ums Leben. Zugbeeinflussung. Den Hebel können wir hier auf den Tisch packen. Wir fahren ja nicht mit einer 111, wo das jetzt nicht geht. 7. Ach schade, Sound hört man jetzt nicht von hinten. Wir fahren hier durch das Herz der Lüneburger Heide. Ich finde Susi 3 ist eigentlich so eher für Hardcore-Bahnsimulanten. Weil hier halt wirklich alles dabei ist. Hier PZB, Realismus und LZB und so. Ne, also das ist hier auch mit Befehlen und alles. Das ist hier schon ein bisschen anders als im TS. Nur halt grafisch ist es halt nicht so. Es gibt zwar schon einige Inhalte, allerdings jetzt noch nicht so viele wie im TS, ne? Und gleich werden wieder LZB eingeführt. Man kann auch schön den Fahrschalter mit dem Mausrad drehen, also nach vorne und hinten, das ist auch ganz angenehm. Ja, schönes Makro. Gleich passieren wir die Unglücksstelle. Markante Brücke. Und links die Gedenkstätte. Auch schön hier der Zickzack. Gibt es ja mittlerweile ja auch im TS, ne? Also die Technik geht ja auch in dem anderen Simulator weiter. Da ist die Unglücksstelle, 101 Kirschbäume. Da ist sie. Auch in Susi mit enthalten, sehr schön.
Nächste Station, Eschede. Ja, das war schon ein bisschen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung rechts. Ja, es war ziemlich hart gebremst, aber mussten wir auch reinknallen. Ja. So, das so. Das so. Das so. Bild. 1. Schön. Ja, schön, der Bremssound ist geil beim Doppelstock hier. Das gefällt mir richtig gut. Eschede, Ausstieg rechts. Hä? Hui, schön, Sounds. Muss ich da nach oben? Ach, keine Ahnung. Ja, ich bin auch schon wirklich lange zu sie nicht mehr gefahren. Deswegen bitte ich da um Nachsicht, falls ich da mal was mit der Türsteuerung hier falsch mache. Einfach in die Kommentare schreiben, wie ich es mal machen soll. Also, schon lange nicht mehr gefahren. Unterlüß. Ah, wir haben ein bisschen Verspätung. Wenn wir mal eben um den Tisch. Können wir ja... Am Feuerstuhl hinten. Feuerstuhl. Das hat was mit der MG-Bremse zu tun hier. Dieses... Glaube ich zumindest. Habe ich so mal vom Kollegen erfahren. Jetzt kommt. Schön mit Buckelwagen, nicht wie bei Münster-Bremen ohne. Ah, ich fände es cool. Ich habe ja gehört, die bis Celle wollen sie machen. Das wäre natürlich noch geil bis Hannover.
Fender müsste eigentlich echt mehr für Susi kommen. Echt mehr. Also, da fehlt noch wirklich so einige Sachen. Und wir sind schon wieder zu schnell. Jetzt bremst uns gleich die LZB. Ja, ich habe ja gehört, diese Köln-Düsseldorf-Strecke soll irgendwann mal kommen. Da bin ich auch mal gespannt. Da habe ich aber auch schon seit langem nichts mehr gehört. Nur auf der Gamescom war Susi dreimal mit dem Carsten Hölscher. Da haben sie die Strecke vorgestellt. Gibt es ja auch Videos, aber man hört da ja auch irgendwie nichts mehr. Aber ich habe gehört, es soll dieses Jahr irgendwie noch kommen, aber weiß ich nichts davon. Ja, miep. Ja, in Siegen liegt schon der erste Schnee hier. Oh, kommt mir jetzt hier nicht. Oh nein, ernsthaft. Wenn schon, dann richtig. Mit Befehl, LZB-Befehl jetzt. Sie Zugbeeinflussung. SIFA. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Nee, warte. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, ja. Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. 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 Wieso kann ich jetzt hier nicht auf Befehl 40? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Zug beeinflussen. Ach, jetzt. Ach. Ja, jetzt. Was meine ich damit? Lange kein Susi mehr gefahren. Jetzt. Zugbeeinflussung. 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 Ich hätte frei. Ja, egal. Jetzt VMAX 40. Das ist der ganze Fahrplan für die Tonne. Aber gut, sowas gibt es halt in Susi 3. Ne? Also sowas gibt es da im TS eher nicht. Dürfen wir schleichen. Intercity nach Frankfurt. Mal meine Weserbahn bestimmt. Rein schiebt. Ja, sowas finde ich halt, ist schön halt hier in Susi, dass man da halt wirklich auch so dieses nichtsahnende Ersatzsignal LZB-Befehl bekommt, dass man da halt mit 40 weiterfährt bis zum nächsten Hauptsignal und ja, so halt diese Zwischenfälle, ne? Ich habe jetzt eingestellt Standard, ne? Aber es kommt trotzdem, ne? Also gut, volle Pulle würde ich jetzt nicht machen hier, alles Chaos, also das ist, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ich hätte, glaube ich, frei drücken müssen. Dann hätte die LZB, glaube ich, auf 40 gesprungen. Wenn jemand das weiß, der kann das gerne in die Kommentare posten. Bin bei jeder Hilfe da dankbar. Nur so kann man dann lernen. Gut, wenn ich natürlich jetzt öfter zu sie gespielt hätte, da wüsste ich das, aber lang ist's her. Es kommt einfach Signal Unterlüß. Nächste Station Unterlüß. So, jetzt können wir wieder beschleunigen. Siefer. Ach ne, da war einfach Signal Unterlüß, genau. Da waren wir schon vorbeigefahren, deswegen ist er jetzt wieder. Mein Gott, liegen hier viele Magnete. Fahrtanzeiger. Türfreigabe. 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 Ausstieg links und rechts. Unterlös. Ausstieg links und rechts. Hä? Willst du denn jetzt?
Salzuderburg. Oh, der nächste. Nur Tiefeinstieg? Das glaube ich aber nicht. Nur Tiefeinstieg gefährt. Sie fahren. Lost the sound. FIFA. Ey, nicht schon wieder ein LZB-Befehl, ey.
Nächste Station, Sudaburg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung links. Hä? Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung rechts. Mache ich den Hebel, drehe ich den falsch oder wie? Sudaburg, Ausstieg rechts. Ja, wahrscheinlich muss ich mit... Egal. Ja, doch, mit dem. Egal. Ach, wir können weiter. Ja, mit der Türfreigabe, das ist hier jetzt. Ach Gott. Was, da noch ein Zug hinten? Ja, ein Intercity oder so. Ich glaube, die Türfreigabe mache ich irgendwie falsch. Ja, ist aber egal. Oh, nicht schon wieder. Aber heute ist ja Chaosfahrt, ey. Heute ist ja echt Chaosfahrt hier. Vorbeifahrt mit 40. Können wir wieder schleichen. Sie fahren. Wer hat mir das hier eingebaut? Das muss einer von euch gewesen sein.
Naja, immerhin fahren wir in Uelzen erst um 16.01 Uhr weiter. Was kann man hier in Sonderen sagen? Ah, ne, kann nicht. Das zeigt er mir irgendwie nie an. Sifa. Sifa. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich mit der Tür frage, aber der Dicke, der muss rechts zeigen. Ja, ja, ich habe das immer falsch gemacht. Naja, jetzt weiß ich's. Jetzt können wir gleich wieder Gas geben. So, Vollgas. Das finde ich schön, so dieses LZB-Befehl und so. Das ist schon ganz interessant. Ah, den Dosso haben sie gut gemacht hier mit dem Sound und so. Echt, das ist echt geil gemacht. Und mit dem HD-Cockpit jetzt. Klein Südstedt. Beende. Da unten war die Strecke aus Salzwedel. Das ist die Express 2, C2. Mit den Hannover, mit dem aus Bremen vereinigt. Nächste Station, Uelzen. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre Wertgegenstände.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung links. Zugbeeinflussung. Wasserbahnhof. Uelzen, Ausstieg links. Ja, jetzt ist nämlich richtig. Ja, wir drücken mal F4. Genau, wir können dann nämlich auch gleich los in knapp einer Minute. Weil sonst stehen wir jetzt zu lang. Das ist gut hier in Zusee, da kannst du Zeitraffer machen. Im TS geht das nicht. Wenn du da 10 Minuten stehst an so einem Bahnhof, dann stehst du da dann in 10 Minuten. Herrlich, der Dost-Sound. Abfahrt. Zugbeeinflussung. Da geht's. Links abzweigend die Strecke in Richtung Soltau-Bremen. Heidesprinter Eriks. Sifa. Sifa. Intercity Express. Nach Basel. Bestimmt. EC1 mit Buckelwagens. Ah, nee, nach Basel nicht, weil da hat er keinen zweiten Stromabnehmer. Obwohl, naja, Basel geht ja, SBB, aber nicht weiter. Zugbeeinflussung. Jetzt geht's ins Metronomwerk, mit einem Tor abgesichert.
So, wir erreichen nun das Ende unserer Fahrt. Ich hoffe, das Zusi 3-Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euren Wunsch entgegenkommen mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr einen Kommentar drunter schreibt, was ihr so toll fandet an der Fahrt oder desgleichen. Würde ich mich mal freuen und interessieren. Und ich sage einfach, ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Schönen dritten Advent, habe ich vergessen zu sagen. Und ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Endstation. Türfreigabe. 55,7%. Ja gut. Ja, wir hatten ein bisschen, ja, Türfreigabe vergessen. Ja, das ist das mit dem Drehwahlschalter gewesen. Sonst wäre das auch ganz okay. Aber Verspätung halt durch diesen LZB-Befehl und einmal schlechter Fahrstil. Ja gut, weil ich da mal reingeheizt bin in Eschede wahrscheinlich. Ja, können wir uns den Fahrtenschreiber mal angucken. Genau, hier geht's ja hoch, runter, hoch, runter. Ja. Genau. Ja, war auf jeden Fall eine gute Fahrt. 55,7% ist in Ordnung. Gut, ja. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.